von Paul, was geht dir durch den Kopf? Jetzt gerade so. Also, jetzt muss ich sagen, ich bin total glücklich. Ja. Weil, was wollte ich mehr als 27 Jahre hinterfliegen? Ein Traum, den man realisieren konnte, der viel länger gedauert hat, als ich je gedacht hätte. Und jetzt ist einfach der richtige Moment, zu sagen, das ist auf dem Höhepunkt und da hören wir. Was haben Sie jetzt heute noch gemacht? So? Sind Sie eine gute Stunde unterwegs? Ja, also zuerst sind wir noch mal mit dem kleinen Propellerverband, so grüezi Sie sagen. Wir haben die Information begleitet, damit alle den Hunter sehen. Nachher sind wir den Hunter noch mal richtig beschleunigen, um zu schauen, ob er dann da auch mit einem Tausender durchfliegen kann. Und noch ein bisschen vertikal ausgenutzt. Samstag ist ideal, hat nicht viel Verkehr. Wir haben hoch können bis auf 8000 Meter. Okay. Und nachher bin ich den Business Chat interceptet, um zu schauen, wie ich dort Positionen finden muss, ja, um nachher in der Formation mit den anderen zu fliegen. Wow. Und so sind wir daheim gekommen und haben unser Programm 1:1 durchführen. Und was passiert jetzt mit dem, Victor Victor? Jetzt ist er halt museumstauglich. Also man kann ihn weiterhin anschauen, ja, besuchen? Der wird im Museum zu sehen sein, ja. Okay. Das ist unser Ziel. Gut. Dann gehen wir noch in Risto Maurer, da kommen wir auch drauf. Du hast ja dürfen mitfliegen. Was ist dir da so in den Kopf gegangen jetzt, die letzten anderthalb Stunden? Es war ein super Erlebnis gewesen und für mich war es ein würdiger Abschluss gewesen von dieser Zeit. Wir haben gesagt, wir wollen mit einem geraden Rücken aus den 27 Jahren rauslaufen und mit einem guten Gefühl aussteigen, und das haben wir geschafft. Und für mich ist es sehr emotional, aber auch ein Stein vom Herzen. Wieso ein Stein vom Herzen? Du, wir sind Piloten, wir wissen, was alles passieren kann. Wir haben ein gewisses Restrisiko, das wir versuchen zu kontrollieren. Aber es ist ein Stein vom Herzen, wenn man gesund am Boden ist und alles ist gut. Prima. Und wir haben ja weitere Projekte, die wir jetzt nicht antönen wollen, aber ich denke, es lohnt sich immer wieder, das Flugmuseum Alteri zu suchen. Und zum eben auch der Romeo Victor Victor weiter anzunehmen. Es wird uns ganz sicher nicht langweilig. Gut, danke.